Und da liegt sie und ist tot. Und so ungefähr fühle ich mich heute. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Oblivion. Ich bin ein wenig erkältet, aber das soll unserem Spielspaß keinen Abbruch machen. Wir sollten aber erstmal unser Inventar leeren. Ja, der hat's jetzt gebracht. Das war der absolute Schmaus. Schmaus? Was hat Schmaus denn damit zu tun? Wie nennt man eine Maus mit Köl? Nee, das ist nicht lustig. Ich werfe mal wieder mit unwitzigen Wortwitzen um mich, die vor allem deshalb unwitzig sind, weil ich sie noch nicht mal zu Ende bringe. Genau wie die Hälfte meiner LPs. Ja, wir sollen zu Sheogorath, oder wir gehen mal zu Sheogorath, haben in der letzten Folge... Sag mal, was ist eigentlich... Was ist... Was ist hier eigentlich los? Das war doch vorher noch nicht da. Und das da auch nicht. Alles Sachen, die ich verantwortlich bin. Der Fokuskristall, der Kelch der Umkehrung. Na? Hallo Sheogorath. War der Baum... Ist mir wie immer ein Vergnügen. War der Baum auch schon hier? Ja, schau mal, wer da ist. Ihr... Was soll ich denn davon halten? Weiß ich nicht. Guck mal. Sei's drum. Ihr habt also beide Seiten des Wahnsinns kennengelernt. Wundervoll. Ihr seht erfüllt aus. Voller Füllung. Aus den Nähten platzend. Nahtlos. Nun zum Kern eures Unternehmens. Dem springenden Punkt. Dem Grund, warum ihr hier seid. Und der wahrscheinlichen Ursache eures Todes. Das hüpfende Komma. Wie nennt man eine lachende Parallele? Paralol. Was meint ihr? Ihr werdet den grauen Marsch aufhalten. Der graue Arsch. Den Lauf der Dinge ändern. Den Kreislauf unterbrechen. Ein Haar in der Suppe. Eine neue Ursache für eine andere Wirkung. Wir werden die Dinge ändern. Nein, diesmal wird alles anders sein. Ja, das sagst du doch schon. Ihr werdet mein Champion sein. Ihr werdet mächtig. Ihr werdet ich, Prinz des Wahnsinns, ein neuer Sheogorath. Oder ihr werdet beim Versuch sterben. Das liebe ich an euch. Ja, ich find's auch total sympathisch an mir, dass ich dauernd sterbe. Wie kann ich ein Daedra-Fürst sein? Eine berechtigte Frage. Ja. Aber eigentlich nicht. Okay. Wenigstens glaube ich es nicht. Aber ihr werdet Macht haben. Meine Macht. Versucht sie nicht zu verlieren. Es ist immer so mühevoll, sie zu ersetzen. Doch praktisch werdet ihr ich sein. Ein Ich, um ihn zu bekämpfen. Da ich nicht da sein werde. Eigentlich ganz einfach. Wenn ihr mal darüber nachdenkt. Ja, wenn ich mal darüber nachdenke... Nee, Moment, das ist völlig behindert. Wovon redest du? Warum ich? Weil ihr einen recht netten Eindruck macht. Ach so. Und weil ihr es schon so weit gebracht habt. Und wenn ihr es nicht tut, verschlinge ich eure Seele und spucke sie in den sich ewig füllenden Nachttopf der Alterslosen. Doch hauptsächlich, weil ich euch freundlich gebeten habe. Der sich ewig füllende Nachttopf. Okay. Und wo werdet ihr sein? Hawaii. Nicht? Mallorca. Auch nicht. Wo? Nicht hier. Ach so, okay. Sagte ich das nicht schon? Ich bin niemals hier, wenn Jügalak umgeht. Das ist eine der Regeln. Ich habe euch für den Augenblick schon zu viel gesagt. Was bin ich doch für eine Plaudertasche. Ich sehe, dass euer sterbliches Hirn bereits raucht. Reden wir später weiter. Dass mein Hirn raucht, liegt eher an der Erkältung. Mein Kopf ist nämlich so heiß, dass ich damit mein Mikrofon fast verbrenne. Also falls ihr das Knistern hört in der Aufnahme, das, nee, werdet ihr wahrscheinlich nicht, weil ich maßlos übertreibe. Aber was kommt als nächstes? Ich weiß gar nicht mehr, was du gerade gesagt hast. Was kommt als nächstes? Nun? Habt ihr die große Fackel gesehen, die hell über Neu-Sheod brennt? Nee. Nein? Natürlich nicht. Denn sie brennt nicht.
und das werdet ihr in Ordnung bringen. Ihr werdet nach Sylarn gehen und die Flamme Agnons holen, um die Fackel neu zu entzünden. Oh, gebt Acht auf meine Handlanger in Sylarn. In ihrem ewigen Streben, meine Gunst zu erringen, kämpfen sie ständig um Sylarn. Das ist manchmal ermüdend. Aber ehrlich, es ist göttlich. Göttlich ermüdend. Neuer Kanaltitel. Tja, das ist jetzt euer Problem. Fort mit euch. Ich will euch nicht wiedersehen, bis die große Fackel entzündet ist. Ich möchte euch nicht allzu wehtun müssen. Oh, und vergesst nicht, Verwendung für den guten Haskell zu finden. Unter uns. Ich glaube, wenn er nicht 3 oder 4 Mal am Tag beschworen wird, hat er das Gefühl, dass man ihn nicht zu schätzen weiß. Du scheinst ihn wirklich zu schätzen. Ciao, kommt bald wieder. Sonst reiße ich euch die Augen raus. Okay, ciao. Wieso stellst du dich jetzt dahin? Naja, egal. Das Erste, was wir machen werden, ist, wir gehen zu einem Händler und werden mal Zeug in unserem Inventar los. Denn das quillt ja mittlerweile schon über. Wenn ich hier... Seid gesegnet, Bürger. Habt ein volles Inventar, dunkle Verführerwache. Hey! Ja. Das... Fasst euch kurz, Sterbliche. Wohin? Das ist jetzt aktuell nicht unser Ziel. Unser Ziel ist es, das Inventar ein bisschen leerer zu kriegen. Schaut mal, ich tanze wohl gerne nach dem Feuer. Das tut ja wirklich weh. Aber nur ein bisschen. Nur ein kleines bisschen, yay. Bliss, das ist, glaube ich, Mania, genau. Da ist die Stimmung so toll. Da bin ich gern unterwegs. Fasst euch kurz, Sterbliche. Wieso kurz fassen? Wir haben doch Zeit. Denn für Inkontinenz haben wir Zeit im sich ewig füllenden Nachttopf. Kann ich auf diese Dächer da hinten? Fast! Hey! Hey, Wand, du bist aber heute geil. Fast wäre ich... Nein, eigentlich nicht. Okay, Hallo, freundlicher Fanrien. Du lebst ja noch, das wundert mich aber. Uungur! Ja? Anvil ist in Aufruhr. Zuerst wurde die Kapelle überfallen und... Ja? Hör bitte auf, Zeug von Anvil zu erzählen. Wir sind hier nicht in Anvil. Passt auf euch auf. Wie er sich rausstiehlt, ne? Okay, zum Schmied wollten wir eigentlich. Das verzierte Visier. Das ist genau die Scheiße, auf die ich jetzt Bock hab. Du, Makrobonk, hallo. Da seid ihr wieder. Was kann ich für euch tun? Eine ganze Menge, fang an. Und zwar... guter Preis für guten Immer Scheiß. Immer eine gute Idee, euch zu schützen. Ich kann euch dabei helfen. Immer eine gute Hilfe, euch zu schützen. Ich kann euch dabei idealisieren. Helm des Lemuren. Wie Magie widerstehen? 7%. Wie hoch ist die wahrscheinlich? Wir sind Bretone, Mann. Wir brauchen das Ding eigentlich nicht. Aber es wiegt auch nur 1. Ich will schwerere Dinge. Hörst du? Ich will schwerere Dinge. Das ist generell alles, wie du mir gerade helfen kannst. Schwierigkeit. Nein. Schwierigkeit. Die Schwarzwasserklinge. Ausdauer absorbieren. Das ist eigentlich super. Ah, Mann. Ich will die nicht verkaufen. Der Erniedriger wiederum. Entziehen Willenskraft und Konstitution bringt uns eigentlich gar nichts. Aber es ist eine besondere Waffe, wisst ihr? Es ist eine besondere Waffe. Ja, aber wenn ich jetzt hier durchgehe und euch sage, was alles besondere Waffen sind, dann können wir im Endeffekt nichts verkaufen. Ich kann fast alles... Nee, du kannst alles reparieren. Wiedersehen, Schatz. Was hast du da gerade gesagt? Habe ich das Amulett der Lebenserkennung noch an? Oder leuchtest du einfach von dir aus, Rosa? Mittlerweile würde ich das glauben. Wer kommt da? Ist da jemand im Kamin? Da geht doch jemand gerade. Irgendwo hier ist jemand am Herummarschieren. Ah, hallo.
Hallo. Hallo. Mein Inventar ist voll. Wer geht denn jetzt? Ach du. Der Sound verwirrt mich gerade total. Naja. Wir können unser Inventar nicht leeren, weil wir alles im Inventar behalten wollen und kein Zuhause oder sowas haben. Wählen wir erstmal die gute Waffe wieder aus. Dass die Welt morgen untergeht. Sie hat für alle Fälle magische Gegenstände gesammelt. Ich habe gehört, dass sie magische Gegenstände hortet. Nur für alle Fälle. Auf Wiedersehen. Guten Tag. Ingvar Schwanzseher. Okay, unsere Aufgaben, meine Freunde. Unsere Aufgaben. Die kalte Flamme Argonons. Och nö. Gut, wir werden schnell reisen nach Cannes. Was zur Hölle ist Cannes? Wir können auch vom Langzahnlager ausgehen und das ist, glaube ich, cooler. Denn dort sind Leute mit langen Zähnen. Und die haben ein Lager aufgemacht. Wen haben wir denn hier? Den Zahnarzt. Lass mich mit deinem Hunger für zwischendurch in Ruhe. Ich will dich schlagen. Komm, darauf stehst du doch. So das M-Zeug. Das findest du auch richtig geil. Du findest SM-Zeug geil. Hörst du? Du musst dich nicht verbergen. Oh. Morgenzahn hat ein Leben ausgelöscht. Ich dachte, es wären mehr. Na, ich kann ja nicht. Ich vergesse es dauernd. Ja, benötigt ihr etwas? Nein. Meine Arbeit ist nie getan. Doch. Kann man ihn eigentlich schlagen oder... Gift der Abtreibung, okay. Kann man ihn eigentlich schlagen oder... Also den Haskell. Falls ich anfange zu brennen. Ist schon vergiftet. Wir müssen mal unsere ganzen sinnlosen Gifte wegkriegen. Ich glaube, die sind nämlich das Zeug, was hier so viel wiegt. Ja, ich habe einfach mal sinnloserweise ein paar davon genommen. Um das ein bisschen besser zu machen, als es jetzt gerade ist. Oh ja, das sind die Shivarin Isles. Wie sie bekannt sind. Und da kennen. Einige Leute sprechen das ja irgendwie Shivering Isles aus, aber das ist vollkommen falsch. Vollkommener Schwachfug. Bäh. Bäh. Genau, Shivering Isles, wie eklig klingt das denn? Sind die Shivering Isles. Verdammt. What the... Fugububu, was bist du? Du bist eine Ameise, aber nur eine. Eigentlich müsste ich es schaffen, mich an dich heranzuschleichen. Oh Mann, der Level-Up-Sound war zu laut. Oh nee, ich wusste es ja, es ist eine Drohne. Eine Drohne. Obama, warum schickst du deine Drohnen hier hin? So sehen die Dinger also aus. Ja, das ist echt unfair. Hör auf, mich unsittlich zu berühren. Immer diese perversen Drohnen mit ihrem Sekret. Eine Experte des Kaufhandels kann Ladebildschirme verschwinden lassen. So, wir sollen eine Flamme entzünden. Mussten wir dazu irgendwas Besonderes mitholen oder ist das so an sich? Morgenzahn entfernt, Abendzahn hinzugefügt. Wie nervig das im echten Leben wäre. Hast gerade das Schwert in der Hand, plötzlich verschwindet es und ein anderes kommt. Noch nicht mal mit Begrüßung, oh weh. La la la, ich singe sinnlos. Lieder vor mich her. Lololololololol. Singe mit, Felsen. Oder lass es bleiben, das ist sinnvoller. Ich werde nicht darauf eingehen, wie dieser See aussieht. Was ist das? Dahinter versteckt sich doch etwas. Wie krass ist der denn getarnt?
Aber zum Glück habe ich Leben entdecken. Der ist aber freundlich. Und wir können... Ja, das ist gar nicht so freundlich, wie ich dachte. Gut, aber es war anscheinend ein Keimling. Die scheinen nicht ganz so viel auszuhalten. Nicht ganz so stark zu sein. Oh ja. Das Meer. Gibt es ja in Oblivion selbst? Ah ne, doch, das gibt es. Was erzähl ich denn für eine Scheiße? Naja, ich hoffe, wir sind bald da und dann kann ich auch aufhören, Scheiße zu erzählen. Wer liegt denn da jetzt schon wieder? Leute? Wir haben eigentlich eine ganze Menge zu tun. Aber ihr wisst doch, was man sagt. Wenn eine einsame Insel direkt vor der Küste liegt, dann soll man sich die Chance nicht entgehen lassen. Was greift mich an? Was ist das? Ach, ein Baliwurf. Aber gar kein Junger. Ein erwachsener Baliwurf. Oh nein. Oh nein. Komm her. Komm her. Geh auf meine einsame Insel. Jetzt ist sie keine einsame Insel mehr. Ah ja, das sieht schön aus. Aber eigentlich total sinnlos, dass wir hier rumlungern. Oh Mann, ich dachte, wir hätten jetzt so einen coolen Himmel. Naja, weiter geht die Reise nach Agnonon oder wie auch immer das Ding hieß. Ich merke mir sowas nicht, weil ich kein Nerd, doch eigentlich schon, aber ich habe Argumente. Versteht ihr? Ich habe Argumente. Bestimmt irgendwo. Ganz viele davon. La la la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Ja, ich höre schon auf. Ich weiß, das ist ein bisschen doof. Oh, es sieht so schön aus. Gewohnheit. Ich wollte gerade schon TCL machen und einfach hochfliegen. Was zur Hölle? Ey Marco, du bist voller krass böse Cheater. Okay. Erwarte Böses. Erwarte böse Buben. Gefunden Sylan. Yay. Wir können noch rasten, dann würde ich sagen, rasten wir mal bis zum nächsten Morgen, damit wir es hier am Tag sehen. Wäre für YouTube wahrscheinlich besser. Immer dieses YouTube mit seiner Abneigung gegen Dunkelheit. La la la. La 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 la. La 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 la. Immer die Performance meines PCs mit seiner Abneigung gegen Helligkeit. Die kalte Flamme Agnons. Ich bin an den Ruinen von Sylan angekommen. Ich muss mit den Befehlshabern der goldenen Heiligen und dunklen Verführer sprechen, um herauszufinden, wie ich die Flamme Agnons entfachen kann. Ja, dann erzähl mal, Vika. Was ist euer Anliegen? Sylan ist heiliger Boden und nicht für Sterbliche geschaffen. Ich kack dir auf den heiligen Boden und mache das im Auftrag von Sheogorath. Dann könnt ihr den Schrein der Flamme Agnons betreten. Dieser Schlüssel gibt euch Zugang zu allen Türen in Sylan. Okay. Die Flamme wird von den beiden Altären des Schreins entzündet. Sobald die Aureale aus Sylan vertrieben sind, wird es uns ein Vergnügen sein, die Flamme für Sheogorath zu entzünden. Die Kragetrick Ulfri wird alles erklären. Ihr solltet umgehend mit ihr sprechen. Ja, was auch immer das für Worte sind.
Wir gehen mal. Schauen uns das mal an. Ich habe aber das Gefühl, es wird zu Kämpfen und vehementem Gekämpfe kommen. Es wird vermutet, dass die alte Stadt Xylan keine Ladebildschirme mag. Und es ist wieder ein Dungeon. Yay, weil Dungeons so toll sind. Hallo. Was wollt ihr, Abgesandter? Was wollt ihr, Abgesalter? Ich möchte über Ulfri sprechen. Sie ist die Kragedrick. Ach so. Kommandantin der Matzken hier in Xylan. Sie ist bisher noch nie von den Aurealen besiegt worden, trotz deren Stärke. Was ist ein Aureal? Unsere Rivalen, die sogenannten Goldenen Heiligen. Ach so. Ja. Eines Tages wird Chirogorath endlich ihre dickköpfige Dummheit erkennen und sie aus dem Reich verstoßen. Ja, Aureal, Aurum, das lateinische Wort für Gold. Das hätte ich mir eigentlich denken können. Flamme Agnons. Die heilige Flamme kann nur von den Altären der Verzweiflung und der Verzückung entzündet werden. Leider halten die Aureale Verzückung für den Augenblick. Ihr solltet auf der Stelle mit der Kragedrick Ulfri sprechen. Sie wird euch gern helfen, Xylan ein für allemal von den arroganten Aurealen zu befreien. Geht mit unserem Herrn. Sag mal, ich finde es gerade ein bisschen komisch, dass man automatisch auf Seite der dunklen Verführer ist. Kann man das etwa auch von der anderen Seite aus machen? Wie doof bin ich? Wie dumm? Halt, Sterbliche. Ja, mach Platz, Chirogorath hat mich geschickt. Verzeihung, mein Herr. Hier, ich übergebe euch diesen Schlüssel und damit ungehinderten Zugang zum gesamten Schrein der Flamme Agnons. Ich mach das nämlich lieber auf der Seite der Aureale. Leider können wir die Flamme nicht entfachen, bis wir den teuflischen Matzken die Kontrolle über den Altar der Verzweiflung entrissen haben. Die Aurmazel Kané möchte sofort mit euch sprechen. Geht durch diese Tür zu unserem Hauptlager am Altar der Verzückung. Alles klar. Ja, das sieht doch schon viel, viel freundlicher aus. Hallo, Kané. Meine Kundschafter haben keine Anzeichen von Matzken in der Schattentiefe gemeldet. Das ist unsere beste Chance, sie zu überrumpeln. Zu riskant. Es handelt sich wahrscheinlich um eine Falle. Sie könnten uns da unten zerstückeln, wenn sie wüssten, dass wir kommen. Mit Verlaub, Aurmatzel. Ich möchte euch bitten, noch einmal darüber nachzudenken. Der Hauptgang hat starke Verteidigungsstellungen. Vielleicht, wenn ihr mir gestattet, weiter auszukundschaften. Genug. Ich habe meine Entscheidung getroffen. Wir werden wie geplant über den Hauptgang angreifen. Wir werden die Matzken überrollen. Ich habe mit angehört, wie sich zwei Offiziere der Goldenen Heiligen über die beste Art stritten, die dunklen Verführer anzugreifen. Der Leutnant Mirel sagte etwas von der Schattentiefe, einem geheimen Seitengang, der zum Altar der dunklen Verführer führt. Ich sollte mehr über diesen Gang von Mirel erfahren. Die Matzken sind unwürdig, über den Altar der Verzweiflung zu wachen. Finde ich auch. Seid gegrüßt, Fremder. Seid ihr hier, um uns zu helfen, die Matzken aus Xylan zu vertreiben? Genau deshalb. Was ist diese Schattentiefe? Meine Kundschafter haben kürzlich einen neuen Weg durch die Ruinen zum Altar der Verzweiflung entdeckt. Die Aurmazel Kané wünscht, dass wir den Altar vom Hauptgang ausstürmen, doch die Matzken erwarten uns aus dieser Richtung. Sie haben den Hauptgang stark gegen uns befestigt. Wenn wir durch die Schattentiefe angriffen, könnten wir sie überraschen. Wenn Kané nur auf mich hören würde. Ein Angriff durch den Hauptgang wird nur so wie immer enden, in einer glorreichen Niederlage. Niederlage. Und warum hört sie euch nicht zu? Sie hält die Schattentiefe für eine Falle. Es stimmt, wenn die Matzken wüssten, dass wir von dort kommen, hätten wir nicht die geringste Chance. Doch ich bin überzeugt, die Matzken rechnen nicht damit, dass wir auf diesem Weg kommen. Wenn wir in voller Stärke angreifen, könnten wir den Altar der Verzweiflung einnehmen, bevor sie überhaupt reagieren können. Wenn Kané das nur einsehen würde. Okay, ich schätze mal, ich muss Kané dann davon überzeugen. Sie hat hier in Xylan den Befehl über die Aureale. Sie ist soeben mit Verstärkung aus Brellach eingetroffen, um dieser festgefahrenen Situation ein für allemal ein Ende zu machen. Okay, geht jetzt. Wie kann ich euch dienen?
Dies ist kein Ort für Sterbliche. Wir stehen kurz vor einer Schlacht gegen die Matzken. Bla bla bla. Cheogorath hat mich geschickt. Ich brauche eure Hilfe. Vergebung, Abgesandter. Ich stehe euch zu Diensten. Vergebung, Abgesandter. Wir bereiten uns darauf vor, Sylan vom Matzkenabschaum zu säubern. Hat euch vielleicht Cheogorath gesandt, um uns zu helfen? Nee, wobei, gewisser doch, ich soll die Flamme, ne? Nur die Diener Cheogoraths können die Flamme entzünden, indem sie die Altäre der Verzweiflung und der Verzückung entflammen, die Flamme nähren. Leider halten wir nur den Altar der Verzückung. Die tückischen Matzken halten den Altar der Verzweiflung. Wir müssen beide kontrollieren, um die Flamme zu entzünden. Wenn ihr uns helft, den Matzken den Altar der Verzweiflung zu entreißen, wird es mir eine Ehre sein, die Flamme Agnons für meinen Fürsten Cheogorath zu entfachen. Ja, dann lass mal machen. Der einzige Weg, den Altar der Verzweiflung zu stürmen, führt durch den Hauptgang zwischen den beiden Altären. Nein. Es wird schwierig sein. Die Matzken haben ihre Stellung befestigt. Doch ich bin sicher, dass wir sie mit eurer Hilfe schlagen können. Werdet ihr uns helfen, den Altar der Verzweiflung zurückzuerobern und die Matzken ein für alle Mal aus Sylan zu vertreiben? Ich werde euch helfen, aber... Die Schattentiefe. Ah, Mirels geliebter Überraschungsangriff. Ein perfektes Beispiel dafür, warum Männer keine Befehlspositionen innehaben sollten. Er hat die Risiken seines Plans nicht bedacht. Wenn die Matzken entlang dieser Route einen Hinterhalt gelegt haben, werden wir abgeschlachtet. Und wenn nicht? Wir wären besser dran, wenn wir den Hauptgang stürmen, in dem unsere überlegene Stärke und Fechtkunst zur Geltung kommen können. Nee, ich bin für den, Hauptgang. Seid ihr bereit, uns zu helfen, die Matzken zu vernichten? Ja, aber mit dem... Ach so, sie will nicht. Sehr gut, Abgesandter. Mit eurer Hilfe werden wir Sylan ein für alle Mal von den Matzken befreien. Auch... Nieder mit den Matzken! Aureale, folgt mir! Was? Ich dachte, es wäre ein Bodenversunken. Für Cheogorath. Für Cheogorath. Für Sylan, Aureale. Für Cheogorath. Ich bin zu schwer. Was? Wieso bin ich zu schwer belastet? Was soll er da gerade? Danke. Angelaufener goldener Pfeil, Schlüssel von Sylan. Ach, ist das die. Oh, wir haben Vika getötet. Wow. Ja, das ist schon krass. Gerade eine weitere Massenschlägerei. Aureale, folgt mir! Für den Wahrgott! Ist eigentlich schon einer von uns tätig? Aureale, folgt mir! Kniet vor den Heiligen! Kniet vor den Heiligen und gebt ihnen einen Blowjob. Kniet vor den Heiligen. Etat Kniet vor den Heiligen. Die haben doch keine Chance. Eigentlich haben die doch überhaupt keine Chance. Wieso macht ihr so ein Geschiss? Wir sind in völliger Überzahl. Oder kommt die Schlacht jetzt? Aureale, folgt mir! Für den Wahrgott, für Cheogorath. Für Cheogorath! Ich komm nicht da hoch. Okay, ja, das war der Hinterhalt dann wohl. Gewisserweise. Für den wahren Gott. Wieso stehst du da und hilfst niemandem? Kniet vor den Heiligen. Das war cool abgewehrt. Okay, Sterbor. Etat, Mats. Pipi, Mats. Für Cheogorath. Etat, Aureal. Für Cheogorath. So, das war jetzt aber ein schwerer Kampf.
Ich glaube, es leben sogar noch alle unserer Leute. Masken. Was? Das ist jetzt ein bisschen fies. Nicht weglaufen! Wie sie einfach total Angst hat. Auf zum Altar der Verzweiflung. Oh. Ich hab ja ganz vergessen, dass ich jetzt allein bin. Sollte vielleicht ein bisschen mehr schleichen. Was? Wie viele... Kämpfen die alle gegen mich gerade? Okay, das wird eine Schlacht. Ich schau da mal zu. Ja, sieht interessant aus. Die Kommandantin der dunklen Verführer ist tot. Ich sollte die restlichen töten, um den Sieg der goldenen Heiligen vollständig zu machen. Okay, warum nicht? Das sollte ja jetzt ein Kinderspiel sein. Gewisserweise. Das bringt mir jetzt aber nicht so viel. Habe ich Lebenstränke? Da. Matzken. So, ich brauche ein paar Ausdauertränke. Mhm. Ja, weil man die auch finden wird. Kniet vor den Heiligen. Ja gut, was wir im Moment, alles was wir machen können, ist gewisserweise auf warten, dass, ja, sie läuft weg, das macht so viel Spaß gerade. Zu den Vanguard. Kniet vor den Heiligen. Für den Okay, wo hat sich jemand festgebackt oder so? Die dunklen Verführer in Cylan sind völlig vernichtet worden. Ich sollte mit Kane über das Entfachen der Flamme Argnons sprechen, da ihre Truppen jetzt beide Altäre unter Kontrolle haben. Okay. Kane, lebst du noch? Goldene Heilige. Hallo. Der Sieg ist unser. Ich habe bereits einen Kandidaten ausgewählt für die Ehre, den Altar der Verzückung zu entzünden. Nun werde ich die Ehre des Sieges hier auf dem Altar der Verzweiflung für mich in Anspruch nehmen. Okay, großartig, dann mach mal. Die Wahl meines Fürsten für seinen Abgesandten ist seltsam. Doch er duldet auch die Matzken in seinem Dienst. Wer kann also seine Wege verstehen? Gleichgültig. Ich diene ihm, nicht euch. Geht zur Seite. Was genau war jetzt das Problem?
Kaneth opferte sich auf dem Altar der Verzweiflung, um die Flamme Agnons zu entfachen. Es kann nicht die Flamme aus dem Hof holen und nach Neu-Sheod zurückbringen, wie es Sheogorath befohlen hat. Okay, ach so, und ich hab einfach gesagt, mach weiter. Ja, ich hab da jetzt nicht irgendwie rausgehört, dass sie sich opfert, um ehrlich zu sein. Das ist das Dumme ein bisschen, dass in Oblivion noch keine, also wirklich keine, schnelleren Ausgänge gibt. Das heißt, wir müssen jetzt gewisserweise den gesamten Dungeon nochmal durchlaufen. Wenigstens ist niemand respawned. Hui, ich kann fliegen. Geil. So. Hier sollte sich die Flamme befinden irgendwo. Sollte, in der Theorie. Hallo Flamme. Was soll ich jetzt damit machen? Ich trat in die Flamme Agnons und brenne nun mit heiligem Feuer. Ich sollte nach Neu-Sheod zurückkehren und die große Fackel im Sakelum Ardensuls entzünden. Okay. Machen wir es mal. Machen wir es mal, geht ja schnell. Brenne ich noch? Ja. Okay. Das tut bestimmt nicht weh oder so. Also mir geht es gut. Wie oft eigentlich noch? Immer diese verdammte Treppe. Yay. Da oben waren wir sogar schon mal bei dem einen Priester. Wusste doch, dass mir der Name bekannt vorkäme. Ja. Ihr habt sie hergebracht. Die heilige Flamme Agnons, das Feuer der Inspiration und Verzückung. Wenn ihr die große Fackel auf der Mania-Seite der Kapelle entzündet, werdet ihr für die Bewohner von Bliss zum Helden, ganz bestimmt. Okay. Ich wusste, dass ich den Funken der wahren Manie in euren Augen gesehen habe, mein Kind. Geht nun und lasst die heilige Flamme die Leute von Bliss inspirieren, neue Gipfel des Wahnsinns zu erklimmen. Und wie mache ich das? Nur so tendenziell. Ach so, da. Tada! Ich sollte Sheogorath melden, dass ich die große Fackel entzündet habe, wie er verlangte. Das hier wäre dann die Dementia-Seite gewesen. Ein weiteres Schaf kehrt zur Herde zurück. Oh! Seid gegrüßt. Sontair verkauft zwar viele Bücher, aber das ist Sheogorath. Nicht der Grund. Na, wenn das kein guter Anfang ist. Das ist wichtig. Für mich, wirklich. Eure Arbeit wird mir viel Zeit sparen. Was meinst du damit? Der graue Marsch ist unterwegs und das Ordnen beginnt. Armeen der Ordnung durchziehen mein Reich. Tod, Vernichtung. Danach muss ich alles aus Trümmern wieder aufbauen. Und es sind immer viele Trümmer. Ich mag es nicht, mein Reich in jeder Ära neu aufzubauen. Manchmal vergesse ich, wo die Teile hingehören. Neu-Sheod zum Beispiel. Ich kann mir nie merken, wo es hin soll. Ja, das Problem kenne ich. Ihr werdet das ändern. Durchbrecht den Kreislauf. Stoppt Jygalak und ich kann in mein Reich zurückkehren. Das habe ich so noch nie versucht. Okay, ich kann den grauen Marsch stoppen? Warum nicht? Etwas muss doch funktionieren. Einmal grub ich ein Loch und füllte es mit Wolken. Oder waren es Clowns? Egal. Es hat ihn nicht aufgehalten. Ganz ehrlich, es war nicht die beste Idee. Es begann ziemlich zu müffeln. Es müssen doch Clowns gewesen sein. Wolken stinken nicht. Sie schmecken nach Butter und Tränen. Yay. Aber dies ist alles neu. Eine neue Idee. Daran hatte ich nicht gedacht, bis ich dran dachte. Es funktioniert sicher, obwohl es auch schief gehen kann. Daran hatte ich nicht gedacht, bis ich dran dachte. Und was?
Außer dort, wo das Rückgrat tatsächlich eine Wirbelsäule ist. Jemals im Reich von Malakat gewesen? Schlimme Zustände. Aber zurück zum aktuellen Geschehen. Ja. Ihr müsst einen der Höfe des Wahnsinns kontrollieren. Einen regierenden Herzog verdrängen oder eine Herzogin, je nachdem. Das wird Respekt einflößen. Die Bürger werden sich um euch scharen. Ihre Zuneigung und Bewunderung werden mit euch sein. Und ihre Klagen. Egal, solange sie auf unserer Seite sind. Und werden die Herzöge nicht verärgert sein, dass ich sie verdrängen soll? Nein. Auf gar keinen Fall. Naja. Ja. Sicher. Es ist ein wenig peinlich für sie. Aber manchmal geht etwas zu Bruch, auch ein paar Schädel. Es gibt jedoch Regeln, selbst auf den Inseln, Rituale und Regeln, die müsst ihr befolgen. Sprecht mit Arctus und Dervenin, den Hohepriestern im Sakellum Ardensul. Sie können erklären, was zu tun ist. Und ihr habt immer noch Haskell, den ihr um Hilfe bitten könnt. Treu wie ein guter Hund, unser Haskell. Und im Anzug, da macht er was her. Genau, danke. Ciao, kommt bald wieder. Sonst reiße ich euch die Augen raus. Ja, hab gehört, dass sowas passiert. So, wir machen dann heute... Ich habe gehört, dass es in Halen einen Ritter des Dornenordens gibt. Er lebt mit Zova Marlene zusammen und sucht nach einem Amulett. Ja, wir machen dann heute, für heute an dieser Stelle hier Schluss. Wurde gegen Ende ein bisschen ruhig. Das liegt daran, dass ich die ganzen Hustenanfälle rausgeschnitten habe. ja, ich sollte vielleicht doch nicht so aufnehmen. Bis zur nächsten Folge, wo wir dann einen der Herzöge verdrängen werden. Ciao!